Unsere Tradition, die Biene. Und jetzt eine Fliege, beide unbekannt. Oder? Ja, genau. Ja, es ist enorm schwierig, die Fliegen und Bienen auseinanderzuhalten. Ja. Oft würde das nur unter dem Mikroskop gelingen. Ja. Und für Wissenschaftler. Aber diese hier, eine Getreidewanze. Ja. Relativ gut zu erkennen an den zwei hellen Flecken oben an den Flügeln. Ja, ja nicht und ja, auch, ja. Und dann die braune, hellbraune Färbung. Ja. Die natürlich für ihre Tarnung. Sie sind nicht einmal sehr groß, sie sind etwa 1 Zentimeter lang. Mhm. Und sie fressen eben an Getreiden. Samen und Stängeln und. Ja, auch die Körner. Ja. Das heißt, sie sind ein Schädling, wenn sie in Massen auftreten. Ja, was sie bei uns aber nie tun. Also. Wir haben sie nur sehr vereinzelt gefunden. Ja, ja. Zwar regelmäßig, aber immer nur wenige. Ja. Sehr schön getarnt, oder? Auf diesem. Es ist kein Getreide. Keine Ahnung, eine vertrocknete Blume. Ja, das war im Herbst. Ja. Und ich frage mich sowieso, ob sie da noch etwas findet. Das ist doch alles vertrocknet. Ja. Na gut, sie ist optimistisch, oder? Zuversichtlich und sie saugt. Also irgendetwas hat sie gefunden, offenbar. Sie überwintert wahrscheinlich. Als Erwachsene. Ich habe es mir nicht notiert, aber... Was solltest du aber? Da das im Herbst ist und sie noch so gut aussieht, nehme ich an, sie überwintert. Das ist jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung. Eine Vermutung mit Annahme. Sehr wissenschaftlich. Allerdings hier gut zu erkennen, der feine Saugrüssel wird durch ein Schild obendrauf stabilisiert. Hä? Ja. Und dieser ist vorne leicht aufgebogen, damit er nicht hineinsticht und sich verhakt. Ja. Ich bin schon überrascht, dass das nicht bricht. Dieser Rüssel. Ja, er ist sehr flexibel. Das ist ja. Wie Gummi, oder? Deshalb braucht sie auch den Schaft. Ja. Ein seltener Scheinbockkäfer. Einen deutschen Namen habe ich eben leider nicht gefunden. Ja. Was wir aber gesehen haben beim letzten Snooker in China, ein Zuschauer, der hatte ebenso einen langen Hals. Ja, der also, das war ganz faszinierend. Ganz speziell. Ja, ein sehr langer Hals, so wie dieser Käfer hier. Ja, er hat auch einen sehr langen Hals. Sie sind so bis 5 bis 8 mm lang. Fressen Nektar und Pollen. Ja. Und vermutlich auch andere Insekten, also Eier. Die Käfer, das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass die Larven, die leben in morschem Nadelholz. Das ist sicher ein Nützling.
Ja. Also das ist wieder hochwissenschaftlich. Ja, ganz Also ja, hochwissenschaftlich, ja. unsere Vermutungen und Annahmen und Behauptungen Nein, das sind ist alle. keine Vermutung, das habe ich gelesen. Ja. Hat einer eine Vermutung aufgeschrieben. Kann sein, ja. Aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Es ist erschreckend, wie wenig wir über Insekten wissen. Ja. Wirklich erschreckend. Oder es ist nicht alles publiziert. Die Wissenschaftler, die publizieren natürlich nicht immer in Wikipedia. Na. Immerhin hier eine, du hast gesagt, 6 oder 7 Millimeter große Pirata-Knorri, Ja, sie gehört zu den Wolfsspinnen. hä? Aber diese hier, die war viel kleiner, die war etwa 3 oder 4 Millimeter, mehr Ja, nicht. die war wahrscheinlich jünger. Ja, das war eine noch nicht auch ausgewachsene. Ja, das nehme ich an. Und wir haben da sicher eine Viertelstunde zugeschaut. Ja. Sie ist immer auf demselben Zweig hier. Das ist ein, ist das eine Ähre oder ein Grassamen oder so etwas, hin und her gerannt. Wie verrückt. Ja, dann hat sie wieder eine Pause gemacht, geschaut und dann ist sie wieder hin und her gerannt. Und wir Ja. konnten einfach das Stativ hinstellen, den Fotoapparat, die Schärfe einrichten und das filmen lassen. Ja, man konnte es gut stabilisieren auch. Ja. Sie bauen Netze, aber sie jagen auch sonst, hä? Ja. Hochwissenschaftlich gelesen. Ja. Und schon kommt sie wieder. Es hat, der Wind war sehr stark, oder? Ja. Und wir haben, glaube ich, mit 2 Klammern haben wir das schlussendlich Ja, stabilisiert. ja. Und sie hat hier, man sieht das sehr gut, immer wieder einen Faden in die Luft, in den Wind geschossen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ein Nest, ein Netz bauen wollte oder ob sie einfach einen Faden irgendwo anmachen wollte, um dann die Position zu wechseln. Oder in der Hoffnung, es verfängt sich ein Insekt in diesem Nein, Faden. das glaube ich nicht. Also, Meinst du nicht? nein, die sieht nicht so hoffnungsvoll aus. Vielleicht optimistisch, aber. Ja, da schießt sie einen sehr langen Faden. Es gibt auch Spinnen, die schießen einen Faden in den Wind und lassen sich dann vom Wind forttragen. Ah, okay. Aber die hier hat sich festgeklammert. Tja. Tja. Ein altbekannter eigentlich, ja? Ja, der Vierpunkt Ameisenblattkäfer. Ameisen-Sackblattkäfer. Nein, das ist eben der andere. Der andere ist der Sackkäfer und das ist der Blattkäfer. Aha. Der Sackkäfer hat ein bisschen andere Punkte. Größere, hinten größere Punkte. Ja. Und dieser hier, er ist, sagen Sie, spezialisiert auf Waldameisen. Also als Feind der Waldameisen hauptsächlich. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, weil das war in einem Feld, wo wir ihn filmen Ja, da konnten. hat es auch Ameisen. Ja. Also erzähl, was? Und er legt hier wieder ein Ei, das heißt, er verpackt ein Ei in eine Kotschicht. Also das ist Kot und Schuppen da. Ja. Und diese wird dann von den Ameisen ins Nest getragen. Und
die Larven, die fressen dann die Ameisenbrut. Und gibt es sonst noch etwas? Ich habe nichts anderes notiert, nein. Na gut, das war's. Bis später. Bis dann.